Einen schönen guten Tag. In Bezug auf die Panama Papers oder Enthüllung steht die Bundesregierung enorm unter Druck, denn die Bundesdruckerei war beteiligt an Offshore-Geschäften und es wird bekannt, dass der Bundesfinanzminister Schäuble die Hinweise eines Whistleblowers jahrelang ignoriert hat. Und insofern wirft das 10-Punkte-Papier von Schäuble vor allen Dingen eine Frage auf: Warum erst jetzt? Dass Konzerne und Millionäre Mengen von Geld an der öffentlichen Kasse vorbei ins Ausland bringen, war bekannt. Man fragt sich, warum die Bundesregierung da so lange nichts unternommen hat. Und bisher ist sehr klar geworden, dass Bundesfinanzminister Schäuble bei der Bekämpfung von Steueroasen eher als Bremsklotz gewirkt hat, denn als Motor. Wir haben uns als Linke am Wochenende mit dieser Thematik beschäftigt und haben mehrere ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, die man auch jetzt hier schon von deutscher Seite aus in die Wege leiten kann. Auch deswegen ist uns das wichtig, weil allein der Verweis darauf, dass man jetzt eine internationale Zusammenarbeit zwar braucht, zwar richtig ist. Es braucht eine internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Steueroasen. Das darf aber nicht als Ausrede dafür genutzt werden, dass man weiterhin selber untätig bleibt. Und deswegen schlagen wir ganz konkrete Maßnahmen vor, die die Bundesregierung jetzt einleiten könnte. Ich will nur auf drei eingehen. Zum einen braucht es ein Sondereinsatzkommando Steuerflucht. Die Finanzbehörden müssen personell deutlich besser aufgestockt werden und auch mit Spezialisten ausgestattet werden, die die Verfolgung von Steuerflucht energisch untersuchen. Zum Zweiten schlagen wir Strafsteuern auf Kapitaltransfers in Steueroasen vor. Das heißt, wenn immer Geld in Steueroasen überwiesen wird, dann soll erst mal eine Strafsteuer anfallen, bis bewiesen wird, dass es sich hier um vollkommen legale und richtige Geschäfte handelt. Und drittens meinen wir, dass Banken die Steuerflucht unterstützen, mit Strafen zu belegen sind, die wirklich wehtun, empfindlich sind, nicht Strafen, die eine Bank aus der Portokasse bezahlen kann. Und sollte sich das herausstellen, dass die Beihilfe zur Steuerflucht zum Geschäftsmodell einer Bank gehört, dann steht die Frage im Raum, warum man diesen Banken nicht die Lizenz entzieht. Die Debatte um die Panama-Enthüllung offenbaren auch noch die dunkle Seite des Geldes und auch eine grundlegende Ungerechtigkeit in dieser Gesellschaft. Währenddessen Menschen in Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften sich fragen lassen müssen, wie viele Butterdosen sie im Kühlschrank stehen haben, um zu ermitteln, ob sie eine Bedarfsgemeinschaft sind oder nicht, können sich Millionäre einfach den bequemen Pelz der Anonymität umlegen. Und wir finden, diese Ungleichbehandlung geht nicht. Die muss dringend geändert werden. Um es zusammenzufassen: Steuerflucht ist kein Kavaliersdelikt. Steuerflucht heißt Diebstahl an der öffentlichen Hand. Dagegen muss man energisch vorgehen, unter anderem durch die Einrichtung einer SEK-Steuerflucht und durch Strafsteuern auf Überweisungen in Steueroasen. Zu den geplanten Änderungen im Sozialgesetzbuch II, also im Klartext bei Hartz IV. Diese Woche findet die erste Lesung im Bundestag zu den geplanten Änderungen statt. Für all diejenigen, die Interesse haben, in die Details der Paragraphen und Änderungen einzusteigen, führe ich am Mittwoch ein Pressehintergrundgespräch statt. Jetzt möchte ich nur auf die großen Linien eingehen. Neben einigen wenigen kleinen Verbesserungen für Betroffene bedeutet diese Gesetzesveränderung vor allem eins: weitere Verschärfung und weitere Verschlechterung für Hartz-IV-Betroffene. Und jegliche Hoffnung, dass es womöglich Abmilderungen bei besonders harten Sanktionen gibt, die wird mit diesem Gesetzentwurf genommen. Es gab ursprünglich mal einen breiten Konsens unter fast allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bayern, dass man die besonders harten Sanktionen für Jugendliche unter 25 und die Sanktionierung wenigstens der Unterkunftskosten abmildert. Aber hier ist das Haus von Andrea Nahles klar eingeknickt vor Horst Seehofer. Ausbaden müssen es die Hartz-IV-Betroffenen. Der vorliegende Gesetzentwurf verdeutlicht noch mal eins: Wer glaubt, man könnte mit kosmetischen Korrekturen das Hartz-IV-System verbessern, der irrt. Man muss es grundlegend abschaffen und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1050 Euro ersetzen. Wir wissen als Linke aus Erfahrung, der Kampf gegen das Hartz-IV-Sanktionssystem ist ein dickes Brett, was zu bohren ist. Das liegt daran, dass die Regierenden, auch jetzt die schwarz-rote Bundesregierung, weiter sklavisch an den Hartz-IV-Grausamkeiten festhalten. Wir machen aber nicht unseren Frieden mit diesem Gesetz. Wir lassen da nicht locker. Wir kämpfen weiter dagegen. Zu den Ereignissen an der griechisch-mazedonischen Grenze in Idomeni. Im vergangenen Freitag wurde der Bundesinnenminister de Maizière zitiert mit folgendem Satz:
Auch wenn wir jetzt einige Wochen ein paar harte Bilder aushalten müssen, unser Ansatz ist richtig. Die Ereignisse an der griechisch-mazedonischen Grenze offenbaren, wie schäbig und unmenschlich diese Worte von der Messias sind. Alte, junge Männer, Frauen, Kinder wurden in den letzten Tagen in Idomeni mit Tränengas und Gummigeschossen beschossen. Und das Anrennen dieser Menschen gegen Zäune ist Ausdruck ihrer Verzweiflung, ja des Leidensdrucks, unter denen sie stehen. Und ich finde, das, was wir jetzt in Mazedonien erlebt haben, ist nur so ein Vorgeschmack darauf, was es heißt, wenn immer davon die Rede ist, dass Grenzen gesichert werden müssen. Das heißt eben, dass grausame Gewalt gegenüber Menschen verübt wird, ja sogar deren Tod in Kauf genommen wird. Und anstatt nun davon zu reden oder anstatt nun darüber zu schwadronieren, welche grausamen Bilder wir aushalten müssen, ist die Bundesregierung gefragt, hier klar sich zu bekennen und auch gegenüber Mazedonien die Gewalt an Flüchtlingen zu verurteilen. Abschließend zu den Debatten um das Gedicht von Jan Böhmermann. Die Bundesregierung nimmt sich nun einige Tage Zeit, um mögliche Strafverfolgung zu überprüfen. Die Frage ist nicht, ob diese Form von Satire dem eigenen Geschmack oder den eigenen ästhetischen Vorstellungen entspricht. Ich finde, es geht hier um eine größere Frage. Das Agieren der Bundesregierung im Fall Jan Böhmermann ist ein Offenbarungseid, wie duckmäuserisch man sich bereits gegenüber einem Despoten wie Erdogan verhält. Ich fand es ja schon ungeheuerlich, dass die Bundesregierung schweigt gegenüber den Kriegseinsätzen gegen die kurdische Bevölkerung in der Türkei, dass die Bundesregierung schweigt gegenüber Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und alles nur, und sagen, weil sie hofft, dass Erdogan für sie das schmutzige Geschäft der Flüchtlingsabwehr übernimmt. Aber wenn nun auch Satire, Presse und Kunst im eigenen Land sich nach türkischen Maßstäben, sich an türkischen Maßstäben messen lassen muss, dann muss ich ganz klar sagen, das Umgehen der Bundesregierung mit dem Fall Böhmermann ist Ausdruck, dass wir hier womöglich eine Art von Zensurimport haben, womöglich eine Art Import von Unterdrückung von Pressefreiheit und Kunstfreiheit, wie es in der Türkei üblich ist. Und insofern geht es in dieser Debatte nicht darum, ob man ein Gedicht toll findet oder nicht, sondern es geht um die Glaubwürdigkeit von Demokratie. Es gibt ja auch noch in der Türkei tapfere Demokratinnen und Demokraten, die für Werte wie Pressefreiheit und Kunstfreiheit aufstehen. Was wäre denn das oder was für ein Signal würden die wahrnehmen, wenn jetzt auch in Deutschland auf einmal die Kunst- und Pressefreiheit mit Füßen getreten wird und Menschen, die sich kritisch und zugespitzt äußern, mit einer Strafverfolgung rechnen müssen? Also insofern, wenn wer die Glaubwürdigkeit der Demokratie am Herzen liegt, der darf jetzt nicht eine Strafverfolgung aufnehmen.